Kennen Sie herausfordernde Momente oder schwierige Situationen? Kennen Sie Zweifel, wo man seinen Glauben hinterfragt? Das sind Momente, die manchmal schwer auszuhalten sind. Und wir reden heute über Menschen, die gerade unter schwierigen Umständen, unter schwierigen äußeren Einflüssen leben müssen, ihren Glauben leben müssen. Darüber spreche ich mit Eugen im Teil 2 von Die Bibel, der Mensch. Viel Freude in den nächsten Minuten. Eugen, wir sprechen jetzt wieder miteinander. Schön, dass du wieder hier bist. Und wir haben letzte Sendung beendet mit einem kleinen Brief, den ich in die Kamera gehalten habe. Das war ein Brief, der nicht nach einem echten Brief mit Adresse für Erwachsene aussieht, sondern eher etwas ist für Kinder. Kannst du uns da mal mit reinnehmen? Ich kann mal hier so zeigen, wie das hier aussieht. Dieser Brief mit einer kleinen Broschüre und mit vor allem, wenn man es aufmacht, Landkarte und einem Gebetsreisepass. Was verbirgt sich hinter diesen ganzen Materialien hier? Ja, wir haben einfach entdeckt, dass Kinder auch schon mit der verfolgten Kirche in eine Beziehung gehen können. Und ehrlich gesagt, wir wurden tief beschämt, als wir angefangen haben mit Kinderarbeit und wo wir gemerkt haben, dass Kinder einfach ohne den Filter, den wir vielleicht empathisch ganz oft haben, dass wir Sachen nicht sehen, übersehen, dass sie noch mal in diesem Unrechtsbewusstsein sagen, wie kann es sein, dass es Christen gibt, die für ihren Glauben leiden, dass es Kinder gibt, die in einer christlichen Familie aufwachsen und dafür leiden müssen. Und dass sie dann anfangen und sagen, was können wir tun? Und das, was die verfolgte Kirche uns immer sagt, ist, bitte betet für uns. Und wir geben das weiter an die Kinder und so ist das ganze Material dann entstanden. Das ist ein Weltverfolgungsindex, das ist eine Karte, wo Glaube am meisten kostet. Und du kannst diese Länder besuchen in deinem Gebet. Das heißt, als kleines Kind kannst du ein Gebet beten für ein Land und bist dann so bei deinen Geschwistern gewesen. Und kannst dann auch so einen kleinen Visa-Stempel in deinen Gebetsreisepass reinkleben. Und wir erhalten in letzter Zeit immer mehr die Rückmeldung von unseren Unterstützern, von den Eltern der Kinder, dass die Kinder uns als Erwachsene beschämen im Gebet. Weil die Kinder so intensiv beten oder weil sie so kontinuierlich dranbleiben? Was ist das bei den Kindern? Beides. Ja. Also Kinder sind ja so, sie glauben dran, wenn sie Gott um etwas bitten, dass er das macht. Das heißt, da können wir eine Riesenscheibe von abschneiden, dass wir einfach, auch wenn das so aussichtslos aussieht, dass wir einfach beten, dass wir sagen, Gott, jetzt bist du dran. Und das ist das, was Kinder machen. Aber auch in dieser Beständigkeit. Auch meine Kids, meine Töchter, haben diese Karten bei sich über dem Bett aufgehängt. Und für sie ist das ein festes Ritual, dort zu beten. Und sie zerren manchmal dann auch meine Frau oder mich dann und wir müssen jetzt beten. Und wir kriegen diese Rückmeldung von vielen Eltern, die sagen, wir vergessen ganz oft, einfach im Alltag, im Trubel für verfolgte Kirche zu beten. Aber dann kommen unsere Kids und sagen, ey, heute müssen wir in den Oman oder heute müssen wir. Und sie kennen auch die Länder dann auf dem Globus und das ist echt phänomenal, wie Kinder beten. Deswegen ist es definitiv ein Thema für Kinder. Jetzt kann ich ganz provokant fragen, ist denn sowas überhaupt für Kinderohren und Kinderaugen gedacht? Also verfolgte Gemeinde, verfolgte Christen, das ist ja eine Schwere, sind schwere Schicksale, mit denen man auch konfrontiert wird. Und damit werden jetzt Kinderaugen, Kinderohren konfrontiert. Ist es dran oder warum ist es wichtig? Warum ist es dran? Wenn du die Bibel aufschlägst, wirst du auf jeder zweiten Seite eine Story über Verfolgung finden. Und das ist Teil unserer Identität. Das ist Teil auch einer christlichen Kultur, würde ich sagen. Ja. Also mein Urgroßopa wurde von den Kommunisten vor seiner Familie erschossen, weil er an Jesus geglaubt hat. Die ganze Familie war da, die Kids waren da und er wurde erschossen. Und das ist natürlich etwas, was ziemlich heftig damals gewesen ist, auch für die Kinder, die das gesehen haben, also meine Großeltern. Und somit war das aber immer ein Thema bei uns in der Familie gewesen, dass wir mit Leid
in Kauf nehmen für unseren Glauben, irgendwie immer d'accord waren. Also es war irgendwie, es hat immer dazugehört. Und ich glaube, das müssen Kinder schon von klein auf lernen, dass es normal ist, dass man vielleicht ein bisschen Gegenwind bekommt für den Glauben. Natürlich werden dort die Geschichten nicht grafisch dann da groß dargestellt. Aber was wir auch mit diesem Material weitergeben möchten, ist nicht nur Verfolgung, sondern Gottes Wirken in der Verfolgung. Das heißt, wir sind nicht diejenigen, die Verfolgung groß machen möchten, sondern Gottes Wirken in der Verfolgung. Und das ist das, was, glaube ich, schon für kleine Kinder eine große Message ist, dass Gott inmitten von Verfolgung wirkt, Gebete erhört und Wunder tut. Da sind ja unterschiedliche Länder aufgeschlüsselt hier in dieser Karte oder in dem Reisepass. Mit unterschiedlichen Verfolgungsindex oder mit einer Schwere der Verfolgung, die Art und Weise der Verfolgung. Und jetzt bist du viel unterwegs. Gibt es ein Land, wo du warst, wo du sagst, da war Verfolgung wirklich sehr, sehr intensiv, sehr, sehr stark, das habe ich erlebt? Ich war in einigen Ländern unterwegs, über die ich gar nicht sprechen darf, dass ich dort gewesen bin. Aber ein Land, wo ich sagen kann, was mich sehr herausgefordert hat, aufgrund von der Brutalität der Verfolgung, ist Nigeria. Es sind mehrere tausend Christen, die jedes Jahr dort umgebracht werden, weil sie Jesus nachfolgen. Und einfach da diese Zahl zu hören und dann auch dort zu sitzen und die Storys der jungen Menschen, ich bin ja viel mit jungen Menschen unterwegs, der jungen Menschen zu hören, von jungen Mädels, 15, 16, die von der Boko Haram entführt wurden, die dann freigekommen sind. Und von etwas mehr als 100 Mädchen aus diesem einen Camp sind nur 3, die überlebt haben in dieser Befreiungsaktion. Das kriegen wir in unseren Medien gar nicht mit. Ja. Und dann hast du dort ein 16-jähriges Mädchen, was Jesus nachgefolgt ist, wurde von der Boko Haram entführt. Und dort wurde sie verheiratet mit einem der Terroristen, hat Kinder mit ihm. Und dann wird sie befreit. Und jetzt ist es auch diese Schwierigkeit. Sie ist konvertiert unter Druck zum Islam. Jetzt kommt sie in ihre Gemeinde zurück. Jetzt hat sie den Glauben verleugnet in unserer theologischen Welt. Sie hat jetzt Kinder von einem Muslim, von einem Terroristen. Und einfach dieses Stigma, was mit ihr einhergeht. Und dann in diese Augen zu sehen, wo die Kindheit komplett zerstört wurde oder ihre Jugendzeit komplett zerstört wurde. Und dann immer doch noch zu hören, wie sie Jesus nachfolgen. Und wie sie doch bereit sind, ihm treu zu sein, auch mit diesen Herausforderungen. Das ist etwas, was mich tief, tief berührt hat. Das ist ein unglaubliches Schicksal. Ich habe einleitend gesagt, ja, es gibt Zweifel in unserem Glaubensleben, es gibt herausfordernde Situationen. Die sind schon alle existenziell und die sind da, aber sie sind halt eben oftmals so diese erste Welt Zweifel. Natürlich Krankheit, Leid, Tod, das sind so die großen Themen des Lebens. Aber wir in unserem gesicherten Deutschland, Europa, sind von solchen Themen, wie du gerade, oder von solchen Situationen, die du gerade beschrieben hast, sehr weit weg. Jetzt kommst du als Deutscher und begegnest so einem Menschen, so einem Mädchen, dass ihren Glauben, ja, der Glaube hat dir ja alles gekostet. Ja. Was sagst du ihr denn als Mut? Was sprichst du ihr zu? Wie gehst du mit so einem Menschen um? Das ist wirklich eine Frage, die ich mir ganz oft stelle. Wir gehen dort immer hin und denken, wir ermutigen, aber am Ende komme ich ermutigt zurück, weil ich sie sehe. Und was ich aber erleben darf, jedes Mal, es geht gar nicht darum, dass wir irgendwie große, mutmachende Parolen raushauen, sondern allein, dass wir präsent sind, dass wir da sind. Und die Menschen, die ich repräsentiere, das ist das, was unfassbar viel Mut macht. Die erste Lüge, die der Feind dir in deinen Kopf pflanzen wird, wenn du in Schwierigkeiten steckst, egal ob das hier ist oder in der verfolgten Kirche, ist, du bist alleine. Niemandem geht es so schlecht und so dreckig wie dir. Niemand ist so verfolgt und so ungesehen wie du. Das ist die erste Lüge, die er jedem von uns hineinpflanzen möchte. Und das durchbricht man, indem man auftaucht. Und wenn ich gerade für die Jugend spreche, wir haben über 5000 Jugendgruppen, die bei uns Shockwave mitmachen, die dann für eine Region beten oder für Christen beten. Und ich sage nur, schaut mal, das sind die Jugendlichen. Und ich zeige einfach nur ein paar Jugendgruppen. Ich bringe manchmal Fotos mit von diesen Jugendgruppen, wo sie dann hinten eine Message draufgeschrieben haben oder Postkarten, die sie geschrieben haben. Und das übergebe, dieses, wir sind zusammen da drin. Wir sehen euch, wir beten für euch, ihr seid uns wichtig. Das ist das, was wirklich den Unterschied macht für sie, dass sie sagen, und deswegen machen wir weiter.
Also es ist so ein ganz bewusster Moment, wo du sagst, ich möchte die Isolation, der Gedanke des Feindes, du bist alleine, isoliert, durchbrechen, und durch diese Gemeinschaft mache ich dann das Fenster auf für neue Hoffnung, für Begegnung, für Glaube, für Jesus. Also die Begegnung ist das. Genau. Am Ende ist es die Begegnung. Am Ende ist es die Begegnung zwischen uns hier und ihnen dort. Weil es gibt am Ende nicht zwei Gemeinden. Eine in Urlaub, und die sind wir, und eine Gemeinde in Verfolgung, die ist dann irgendwo ganz weit weg. Sondern wir sind eine Gemeinde. Aber wir gehören zusammen. Und wenn wir gerade in dieser Rolle zusammenstehen und das wirklich verstehen, was es bedeutet, zusammenzustehen, dann wird nicht nur ganz viel Hoffnung weitergegeben und Ermutigung, sondern auch ganz viel Befähigung, nenne ich das mal, auch den Auftrag zu leben, für den wir eigentlich hier sind. Jetzt hast du das Bild schön aufgemacht, eine Urlaubsgemeinde und die Gemeinde da vorne im Kampf, in der Bedrohung, in der Verfolgung. Ja, aber manchmal kommt es mir doch so vor, dass wir hier die Urlaubsgemeinde sind, dass unser Christentum sehr weniger herausgefordert ist als vor Ort, eben dort, wo du nicht weißt, ob ich nach dem Gottesdienst nach Hause komme oder ob ich vielleicht im Straßengraben lande und zwar erschossen. Wie würdest du denn sagen, wird der Glaube unterschiedlich gelebt? Hier in der ersten Welt und dort in einer ganz anderen Welt? Oder ist da gar kein Unterschied präsent? Ich denke schon, dass dort ein Unterschied präsent ist. Und zwar ist es der, ich wurde einmal gefragt nach einem Gottesdienst, Eugen, gibt es in Nordkorea Scheinchristen? Also Christen, die einfach sagen, aus Lifestyle, ich finde es angesagt, ich finde es gut, das ermutigt mich vielleicht mal einen Psalm zu lesen, deswegen bin ich Christ. Und das war eine Frage, die mich echt berührt hat, weil ich darüber nachdenken musste und festgestellt habe, nein, von den Geschichten, die ich dort kenne, gibt es das nicht. Weil jeder muss dort, wenn er Christ wird, erstmal diese Frage beantworten, bin ich bereit, mein Leben dafür zu geben? Bin ich bereit, mein Leben dafür zu geben, dass ich Jesus nachfolge? Und dadurch sortiert sich das schon mal ganz, ganz stark aus, dass ganz viele Leute sagen, na, vielleicht ist das doch nicht ganz wahr, ich lasse es sein. Diese Sortierung haben wir hier in Deutschland nicht. Und ich glaube, das ist das, was uns noch mal neu erwecken würde, als Gemeinde, als Kirche in Deutschland, dass jeder sich mal so die Frage stellt, was bin ich eigentlich bereit für meinen Glauben zu zahlen? Nicht, ich muss es zahlen, sondern was bin ich bereit? Und ich glaube, das würde uns noch mal neu erwecken, uns noch mal neu ausrichten auf das, was wirklich wichtig ist. Also wäre Verfolgung für eine Gemeinde immer etwas, wo du auch ganz großes Potenzial siehst? Weil wir in Deutschland, wir kennen das Bild des Sterbens nur von der Taufe. Ja? Wir sterben, jetzt steht Christus auf, aber es ist halt im Wasser und das ist meistens temperiert sogar, das Wasser. Wenn ich jetzt hier über das höre, was du sagst, ist, ja, ich muss mich entscheiden, will ich wirklich sterben für meinen Glauben? Also eine ganz andere Dynamik. Also ist Verfolgung dann dort auch etwas auch Positives? Ich glaube, Verfolgung als etwas Positives zu bezeichnen, dann hat man es nicht erlebt. Also es tut schon noch weh. Ja. Aber es ist so, wir feiern gerne Auferstehung. Mhm. Aber du kannst nur auferstehen, wenn du Karfreitag erlebt hast, wenn du gestorben bist. Und das blenden wir so oft aus. Wir feiern Auferstehung, wir wollen in Auferstehung leben, wir wollen aus der Kraft der Auferstehung leben. Aber dass Tod vorausgeht, das ist so dieses Paket, das schmeckt uns nicht. Aber das ist die Bedingung. Ich habe mal mit einem Pastor aus Pakistan gesprochen. Und wir haben ihm gesagt, dass wir in Deutschland dafür beten, dass Christenverfolgung aufhört. Ja. Dass sie in Pakistan nicht mehr verfolgt werden. Und dann hat er zu mir gesagt, Eugen, bitte hört auf, das zu beten. Und das hat mich sehr herausgefordert. Und dann hat er das erklärt. Er meinte, wir werden verfolgt wegen Christus in uns. Das heißt, wenn du betest, dass Verfolgung aufhört, sagst du eigentlich, dass Christus nicht mehr in uns ist. Er sagt, bitte betet nicht, dass Verfolgung aufhört, sondern betet, dass wir standhaft sind in der Verfolgung. Das ist die richtige Perspektive. Verfolgung gehört dazu. Und das ist etwas, was schwierig in unsere deutschen Köpfe hineingeht. Aber das müssen wir mal sacken lassen. Verfolgung gehört dazu. Aber wir sind dazu da, nicht aus der Verfolgung zu fliehen. Weil bei uns in der deutschen Kirche ist ganz viel auf Flucht. Das heißt, ich möchte jetzt gesund werden. Ich möchte jetzt aus den finanziellen Schwierigkeiten. Es ist alles Flucht. Und wir verpassen eigentlich, dass Gott etwas prägen möchte in uns. So wie das in Jakobus 1 beschrieben wird, dass wir jubeln sollen, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Weil Gott etwas in uns festigen möchte,
was er braucht, um nachher sein Reich zu bauen. Wenn dieser pakistanische Pastor sagt, Gebet ist so wichtig, wie würde denn so ein richtiges Gebet dann aussehen? Natürlich, lass sie durchhalten, aber wie kann ich denn konkret beten? Also jetzt, wenn ich hier in meiner deutschen christlichen Blase lebe, wie kann ich denn für jemanden beten, den ich gar nicht kenne? Ich habe kein Gesicht vor Augen, ich habe keine Situation vor Augen, ich weiß nicht, wo sich diese Person befindet. Befindet sie sich gerade irgendwo in einem Container eingesperrt oder wird sie gerade in irgendeinem Keller gefoltert? Das ist so, bete ich da einfach irgendwas oder wie, was wäre da so der Vorschlag von deiner Seite aus? Brother Enro, unser Gründer, hat uns immer gesagt, nur ein Gebet, was uns berührt, wird Gottes Herz berühren. Und deswegen ist es uns als Open Doors wichtig, dass es ein persönliches Anliegen ist und nicht, dass wir einfach so global beten. Ja. Bitte sei bei allen Christen weltweit oder allen Verfolgten. So, das ist ja wie so ein abgehakte Checkliste. Das berührt mich jetzt mal nicht. Ja. Aber stell dir mal vor, das ist mein Bruder oder meine Tochter oder mein Sohn, der irgendwo gerade in Nordkorea in einem Gefängnis ist, das würde mich ganz anders berühren. Ich würde ganz anders unterwegs sein, ich würde ganz anders Lobbyarbeit machen, ich würde allen erzählen, die irgendwo davon hören wollen oder auch vielleicht nicht hören wollen, was gerade passiert und dass dort reingegangen werden muss. Wir erleben das gerade mit den Eltern oder mit den Familienangehörigen der Geiseln in Gaza. Die sind gerade überall auf jeder Bühne. Sie nutzen jede Bühne, um für ihre Familienangehörigen zu sprechen. Und so ist es auch bei uns, wo wir sagen als Open Doors, wir möchten diese Geschichten persönlich machen. Das ist Teil meiner Arbeit, wo ich unterwegs bin und dann ihre Gesichter einfange. Dass wir ihre Fotos mitbringen, dass wir ihre Zeugnisse mitbringen, dass das Ganze ein persönliches Format hat, dass wir die Leute kennenlernen, dass wir sie sehen, ihre Nöte, ihre Herausforderungen, auch durch die Brille, sie sind unsere Geschwister. Wir gehören zu ihnen, sie gehören zu uns. Und dann kann man ganz anders dafür beten. So geben wir in unserem Gebetsmagazin zum Beispiel für jeden Tag ein Gebetsanliegen raus. Und das ist nicht irgendwie vorformuliert und es wiederholt sich dann alle paar Monate, sondern es ist wirklich aus den Nöten, die gerade in der verfolgten Kirche sind, individuell formuliert für diesen Tag. Teilweise sogar ein bisschen verschachtelt, weil wir nicht über alles so reden können, wie wir gerne reden würden, dass wir sagen, da passiert gerade was Strategisches in diesem Land oder da passiert gerade eine Operation, da werden Bibeln irgendwo hingebracht und dann bittet man ganz kurz um Gebet zum Beispiel für Bibeln in einem bestimmten Land. Und während du dafür betest, betest du eigentlich mit für etwas, was gerade passiert. Vielleicht für das Größere. Für das Größere. Und das ist das, was wir weiter, so sehen wir unseren Dienst, dieses Gebet persönlich zu machen. Kannst du von so einer Erfahrung erzählen, wo du sagst, da wurde speziell dafür gebetet, da haben wir einen zum großen Gebet aufgerufen, vielleicht unter einer gewissen Chiffre. Und wir haben gemerkt, wie da auch Gebete erhört wurden, wie sich auf einmal Türen aufgetan haben, wie Menschen gestärkt wurden, wie sich Systeme verändert haben? Das Größte, was wir mit hineinnehmen in der Öffentlichkeitsarbeit, wo wir sagen, das war etwas, was Gebet bewirkt hat, war am Ende der Mauerfall gewesen. Das heißt, unser Dienst hat begonnen aus Holland heraus, hinter den Eisernen Vorhang. Und das war hinter der Mauer gewesen. Das heißt, wir hatten damals schon die Bibellieferungen auch nach Ostdeutschland zu unseren Geschwistern dorthin. Und es gab eine 7-jährige Gebetskampagne, die 1982 ins Leben gerufen wurde, für eine Öffnung für die Gemeinde hinter dem Eisernen Vorhang. Wir wissen alle, was 1989 passiert ist. Und das ist das, was ein Resultat für uns ist. Nicht aufgrund unserer Kampagne, sondern weil viele Menschen einfach dafür gebetet haben, für Freiheit, für unsere Geschwister hinter dem Eisernen Vorhang. Und sie erleben gerade eine unfassbare Freiheit, gerade dort, wo es früher unmöglich war, Christ zu sein. Manche Länder sind sowas von ganz christlich, so viele christliche Gemeinden gibt es dort. Aber dadurch hat sich ein neuer Horizont erweitert, und zwar in die islamische Welt, wo wir dann dort hineingegangen sind und gesehen haben, dass dort ganz viele Menschen, Muslime, Träume und Visionen haben von einem Mann in Weiß, der sich als Isa vorstellt und sagt, ich möchte dir begegnen, ich möchte dir ein neues Leben geben. Und wo es jetzt eine ganz große Welle der Erweckung gibt, gerade unter Muslimen, die einem Isa nachfolgen, aber in ihren Ländern oft gar keine Gemeinschaft haben, wo sie hingehen können. Weil es keine Kirche gibt, weil sie nur online vielleicht irgendwie eine Bibel finden.
Und sie sind jetzt die neue Herausforderung. Wie begegnen wir ihnen? Wie bringen wir sie in eine Verbindung mit anderen Geschwistern? Es gibt in Zentralasien, gab es vor 30 Jahren keine einheimischen Christen. Und jetzt sind es 300.000. Sie sind alle aus diesem muslimischen Hintergrund. Und sie verlieren aber ihr familiäres Umfeld, wenn sie Christen werden. Mhm. Mhm. Und sie brauchen dadurch eine Gemeinde, die familiäres Umfeld ist. Mhm. Und das ist die große Herausforderung heute, gerade in der islamischen Welt, für diese verfolgten Christen. Mhm. Das heißt also, jetzt gehen wir auch mit so einem konkreten Gebetsanliegen auch dann aus der Sendung später heraus. Letzte Frage oder vorletzte Frage: Wie betet denn ein verfolgter Christ? Das wäre jetzt die andere Seite der Medaille, ne? Also wir beten für die, aber wie beten die oder für was beten diese Personen? Es ist auch schwierig, das pauschal zu beantworten. Du kannst immer nur anreißen, das ist klar. Genau, ich kann es immer nur anreißen. Das, was ich in der verfolgten Kirche ganz stark erlebe, ist, dass sie eine ganz große Retterliebe haben. Ja. Dass sie natürlich für ihre Anliegen beten, aber dass ihr Fokus ganz stark darauf liegt, Menschen in ihrem Umfeld zu Jesus zu bringen. Und das ist etwas, was mich immer tief, tief beeindruckt. Deswegen sage ich auch immer, das sind unsere Missionare an den Enden der Welt. Wir sind als Open Doors keine Missionsorganisation, dass wir Missionare aussenden. Aber wir möchten Gemeinde stärken, da wo sie ist, dass sie dort, wo sie zu Hause ist, in ihrem Kontext von Jesus weitersagen können. In den gefährlichsten Orten dieser Welt, an Orte, wo wir oft gar nicht hingehen können, wo Missionare nicht hingehen können, gibt es sie. Und da merke ich, dass ihr Fokus ganz stark auf dieses Jesus, wir möchten Menschen zu dir bringen, dass das ein ganz großes Anliegen auf ihrem Herzen ist. Also ist das vor allem so etwas, was Sie dann im Gebet formulieren, weil Sie können es ja nicht wirklich ausleben. Also Sie müssen sich versteckt treffen. Letzte Frage, wie erzählen aber diese Menschen von der Retterliebe Jesu anderen? Das muss ja irgendwo stattfinden. Also sie bleiben ja nicht nur im Gebet verhaftet, sondern gehen auch den nächsten Schritt. Wie? Und da sind sie super, super kreativ. Das heißt, einfach Regeln und Grenzen sind für sie nicht unbedingt das, was maßgeblich ist, sondern das, was ihr Vater ihnen sagt. Ganz, ganz viel, gerade unter Muslimen, ist passiert über Freundschaftsevangelisation. Dass man einfach Menschen, die man gern hat, mit denen man befreundet ist, vielleicht auf der Arbeit, in seinem Umfeld, dass man ihnen Stück für Stück, so ein bisschen portionsmäßig etwas von Jesus erzählt. Das ist das, was persönlich stattfindet. Ganz viel passiert durch Medienarbeit. Gerade im Nahen Osten passiert, ich würde sagen, ein Drittel der Begegnungen mit Jesus über Medienarbeit. Und ein Drittel sind diese übernatürlichen Begegnungen, wo sie wirklich den Mann in Weiß sehen und dann aber eine Nacharbeit brauchen. Das heißt, Menschen, die da sind, die mutig genug sind, mit ihnen zu telefonieren, weil man nie weiß, ob sie vielleicht ein Spitzel sind, sie rauszuholen, sie in Safehäusern unterzubringen, sie zu schulen im Wort Gottes. Das ist so die Nacharbeit, die dann von den Geschwistern dort stattfindet. Und dafür können wir auf jeden Fall ganz konkret beten. Eugen, vielen Dank, dass du uns damit reingenommen hast und das Fenster aufgemacht hast. Und man merkt, wenn du sprichst, du fühlst die Geschichten. Und ich nehme das gerne mit und gebe den Aufruf an Sie weiter, für Menschen zu beten, die Gebet brauchen. Eingangs habe ich gesagt oder gefragt, kennen Sie Momente, wo der Glaube schwer ist, wo Zweifel an die Tür klopft? Ich glaube, Gebet ist schon der Schlüssel, hinauszubrechen, nicht in der Isolation verhaftet zu bleiben, sondern hinter diese Mauer zu sehen. Und hinter der Mauer befindet sich eine Welt, die erobert werden will. Und diese Welt, die erobert werden will, die erobern Sie nicht alleine, sondern da ist Jesus Christus an Ihrer Seite. Sie dürfen beten. Sie dürfen für Ihr Leben beten, aber Sie dürfen auch für das Leben von Menschen beten, die Ihre Gebete bedürfen. Nicht, dass die Verfolgung aufhört, aber dafür, dass der Geist Gottes in diesen Menschen weiterlebt, in Ihnen auch weiterlebt. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie behütet, bleiben Sie gesegnet. Und wir sind im Gebet vereint.